Ich habe mir immer jetzt drei Bewertungspunkte rausgesucht. Zu 100% amerikanisch und auch zu 100% einfach sehr lecker. Im Geschmack her eine 10 von 10, vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine 9 von 10, weil es einfach nahezu ein Symbol für Amerika ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Balthasar. Ich bin tatsächlich schon seit 4 Monaten hier im Austauschjahr in den USA, genau gesagt in Indianapolis, direkt in der Hauptstadt. Mir gefällt es momentan sehr gut. Die 4 Monate sind viel schneller vergangen, als ich gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Schule, alles neu und insgesamt einfach alles passt perfekt. Heute bewerte ich mal ein paar sehr, sehr typische amerikanische Süßigkeiten. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern es beginnt gleich. Ich habe mir immer jetzt 3 Bewertungspunkte rausgesucht. Erstens Geschmack, zweitens Preis-Leistungs-Verhältnis und drittens Menge. Das wohl am meisten bekannte in Amerika sind die typischen Mints. Bei den Mints würde ich ganz ehrlich sagen, Geschmack ist eine 9 von 10, schmecken einfach sehr gut, verleihen auch ganz klar einen guten Atem. Insgesamt würde ich auch noch fürs Preis-Leistungs-Verhältnis eine klare 10 von 10 geben. Die kosten gar nicht viel. Ich glaube, ich habe die jetzt für 1,29 erworben. Und ich meine, da sind schon sehr viele Mints drinnen. Insgesamt, All-Rating würde ich sagen, ist es eine 9,5 von 10, weil Mints ist einfach zu 100% amerikanisch und auch zu 100% einfach sehr lecker. Was auch sehr amerikanisch ist, sind hier die Doritos. Die habe ich mir einmal rausgesucht in Flamin' Hot. Die haben mich überrascht. Die sind echt sehr scharf. Wenn man nicht so auf Schärfe steht, dann würde ich die nicht empfehlen. Am Geschmack meiner Meinung nach ist es eine ganz klare 10 von 10. Von Preis-Leistungs ist es auch eine 9 von 10, würde ich sagen. Ich glaube, die kosten 2,50 Euro in dieser großen Verpackung. Jede Schule hat eigentlich eine Vending-Machine, das heißt einen Automaten. Da gibt es noch kleinere Boxen. Ich glaube, die kosten dann 60 bis 70 Cent. Also ist wirklich sehr gut. Alles in allem würde ich eine 9 von 10 geben. Momentan muss ich sagen, meine absoluten Lieblingssnacks all time. Takis Fuego. Man kann sie sehr leicht essen. Auch sehr scharf, muss man sagen. Ich mag die Schärfe. Preis-Leistungs-Verhältnis 9 von 10, kosten 2,50 Euro. Menge 10 von 10, sind absolut ausreichend viele drinnen. Geschmack eine 10 von 10. Deswegen Takis meiner Meinung nach sehr, sehr lecker. Dann würde ich sagen, wer das nicht kennt, ich glaube, es müsste jeder kennen. Es sind einfach die originalen Reese's Buttercups oder wie heißen die? Peanut Buttercups, genau. 10 von 10, 10 von 10 und nochmal eine 10 von 10. Kosten tatsächlich ein bisschen mehr, weil die Marke Reese's allgemein ein bisschen teurer ist. Ich glaube, die kosten 4,50, weil das auch eine große Familienpackung ist. Jumbo-Packung, genau. Auch sehr klare Favoriten. Dann habe ich hier noch 2 Arten von sehr typisch amerikanischen Snacks. Die heißen Goldfish, einmal in Parmesan und einmal in Cheesy Pizza. Ich würde auf jeden Fall sagen, diese beiden Snacks sind sehr lecker. Die sind sehr klein, also es sind wirklich kleine Fische. Von der Menge her 10 von 10, vom Geschmack her eine ganz klare 9 von 10 und vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine 10 von 10, weil sie einfach nicht teuer sind, sehr lecker sind und als Snack würde ich sagen, nahezu perfekt sind. Dann haben wir hier nochmal die Snickers. Dieses Mal in der Halloween Edition. Diese Snickers sind sehr lecker. Ich finde, Halloween-Süßigkeiten gehen immer, weil ich meine, es kommt nur aufs Innere an. Im Geschmack her eine 10 von 10. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine 9 von 10. Und von der Menge her eine 9 von 10. Als letzte Süßigkeit für heute noch zweimal Hershey's. Ich glaube, jeder kennt diese Süßigkeit. Gerade wenn ihr momentan auf dem Austausch in den USA macht, sieht man die eigentlich in jedem Supermarkt. Es sind 2 Kekse und in der Mitte so ein Schokolade. Im Endeffekt wie eine Prinzenrolle in Deutschland, bloß sehr viel größer und meiner Meinung nach auch leckerer. Das war's von meinem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, ich habe euch motiviert, vielleicht auch die ein oder andere Süßigkeit aus diesem Video selbst nachzukaufen. Meine 3 Favoriten von diesem Video waren einmal die Mints, die Reese's, weil es einfach nahezu ein Symbol für Amerika ist, und die Takis. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, ihr genießt eure Zeit in Deutschland oder in den USA. Viel Gesundheit und auf Wiedersehen.